Moin Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Craft Attack. Ey, Boys und heute und Girls machen wir wunderschöne neue Dinge in Craft Attack. Unsere Twitch-Menschen sind wieder am Start. Guys und Girls und die Gardins, alle sind da. Und heute kümmern wir uns um die nächste Farm. Allerdings gab es gerade schon riesen Probleme mit unserer letzten Farm, die wir gestern gebaut haben. Ach man, Digga. Ey, ich habe gestern Abend gesagt, ich gebe den Leuten 2 Tage, bis die Farm kaputt ist. Es waren nicht mal 12 Stunden. Also das ist auf jeden Fall im Arsch. Aber vielleicht müssen wir sogar nur die Pistons hochschieben. Also wenn das Einzige ist, dann bin ich fein damit. Aber, Alter, das hat keine 12 Stunden gedauert. Nee, der hat da oben auch irgendwas kaputt gemacht, Alter. Oh, no, 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 no. Hier ist normalerweise Lava. Hier hat irgendjemand Wasser drüber geschüttet. Ey, nee. Bro, hier ist ja, Alter, hier ist ja alles im Arsch. Holy! Die ganze Reihe hier an Pistons wurde irgendwie ein zurückgeschoben. Geht doch gar nicht, weil die ausgefahren sind gerade. Die kann ich jetzt gar nicht... Wie können die denn überhaupt rübergeschoben sein? Okay, warte mal. Der hier darf da bleiben. Das ganze Ding hier muss einen Block weiter rüber. Wo ist der Redstone-Block hier hin? Das sieht, glaube ich, ganz gut aus, oder? Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Alter, wir haben sie repariert. Oh, geil. Sehr, sehr, sehr geil. Aber irgendwas ist immer noch ein bisschen off, weil sie nicht ganz so viel produziert, wie sie sollte. Das Ganze funktioniert mittlerweile zum Glück halbwegs wieder. Noch nicht ganz so gut wie zuvor. Wir müssen halt auch mal ein bisschen ran, aber der V12B-Turbo, er geht in die richtige Richtung. Und ja, wir müssen gucken, ob da irgendwie richtig was passiert. Ich hoffe es auf jeden Fall. Heute kümmern wir uns um die nächste sehr, sehr wichtige Sache, denn wir haben nochmal gut Progress gemacht mit unserem Bauen, hier drüben mit dem Stone. Allerdings, damit wir das Ganze richtig usen können, brauchen wir eine Moss-Farm. Und dementsprechend werden wir heute eine der geilsten Moss-Farmen bauen. Diese Farm-Weltrekord 2.0 wird aufgestellt, denn wir bauen eine unglaublich sicke Moss-Farm, die wir theoretisch super, super krass skalieren können. Und so oft, also so viel Moos und so viel Baumehl, wie wir irgendwie nur brauchen könnten, damit erwirtschaften. Das Ding wollen wir heute bauen. Dementsprechend schreiben wir uns wieder eine kleine Einkaufsliste und setzen uns an die Farming. Maybe bauen wir vielleicht sogar noch eine Cobblestone-Farm. Allerdings kann unsere Cleanstone-Farm auch Cobblestone produzieren. Dementsprechend wäre das gar nicht so übertrieben wichtig. Aber we can try. Wir setzen uns jetzt an die Moos-Farm. Wir holen unser Book and Quill. Wenn ich wüsste, wo das war. Vielleicht haben wir auch keins, weil wir müssen uns Neues machen. Und dann schreiben wir uns wieder eine neue Liste und dann werden die Dinge besorgt. Diesmal ist sie ein bisschen länger. 500 Blöcke, 270 Stone, aber der wird später generiert. Glas, Walls, Pistons, Signs, Observer Stairs, Hopper. Eine Menge kleinen Redstone-Kram und noch ein bisschen anderen Stuff. Und das gilt es jetzt erstmal für uns ranzuholen. Ich denke mal, wir bauen die Farm ebenfalls hier hin. Sie wird nämlich in einen Chunk passen und sie muss auch in einem Chunk gebaut werden. Dementsprechend schnappen wir uns praktisch den Chunk hier und bauen die Farm dementsprechend hier rein, sodass wir die praktisch direkt nebeneinander haben. Hier die Stone-Farm, direkt daneben die Moss-Farm und das Ganze ist symmetrisch. Wir sind ready. Was eine Kombo. Wir haben so gut wie alles da. Der V12-Motor Number 2 wird jetzt begonnen. 1, 2, 3, 4, 5. Bum, bum. Haben wir? Wir haben. Wir sehen oben wieder unsere Vorlage, die wir usen werden, um zu bauen. Und mit der werden wir jetzt anfangen, Stück für Stück die Farm hier hochzuziehen. Layer für Layer. Wir fangen mit dem untersten an. Das unterste Layer wird praktisch das, wo wir unser ganzes Moos sammeln. Also die Farm wird wieder sehr ähnlich sein wie die hier. Sie ist unglaublich kompakt. Sie ist super, super, super effizient. Wir können die theoretisch, wenn wir wollen, später sogar noch vergrößern, weil wir jetzt 3 Etagen haben und wir können da 20 Etagen draufbauen, wenn wir das möchten, damit die unglaublich viel Moos produziert. Aber für jetzt sollte die, glaube ich, reichen. Wir machen mit der 7000 Bombi pro Stunde. Aber das meiste davon werden, also 7000 Bombi sind Überschuss. Und wir brauchen ja das Moos. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so um die 35.000 Moos pro Stunde bekommen. Vielleicht so 30 oder so. I hope. Jetzt checke ich erstmal, wie das ganze Ding ist. Wir haben einen riesigen Cleanstone Generator. Also das ergibt natürlich sehr, sehr krass Sinn. Und wir schieben praktisch von 2, 4, 6, 8 Seiten Cleanstone jedes Mal nach. Also die ganzen Dinger, die wir haben, das hier, das wären alles Cleanstone Generator mit 3x3, die wir in die Mitte reinschieben in das Ding hier mit 3 Blöcken Radius. Und also hier wird überall Cleanstone reingepusht, damit wir hier das Center davon haben. Alter! Bro, das ist wirklich, wirklich krass, ne? Und dann haben wir an der Seite überall die Stairs. Ich glaube, die Stair kommt dann auch hier hin, I guess, ne? Darunter ist egal, ja. Wir haben dann den hier. Und hierhin kommt die Stair. Und das Wasser läuft dann hier rüber. Da wird der Cleanstone generiert und dann nach hier vorne gedrückt. Und das gleiche auf der anderen Seite hier.
Wichtige Sache steht an, Freunde. Die nächste wichtige Sache. Wir sind nämlich jetzt beim letzten Layer für Moos. Das wird der dritte Layer. Aber hier vorne kommt jetzt schon der Input für unser Moos und Bowmeal. Wir haben nämlich die ganzen Hopper hier. Okay, die gehen hier. Bumm und bumm. Und die beiden gehen hier rüber. Hier fließt später unser Wasser entlang. Und die Hopper hier werden, also es geht nochmal zwei Blöcke höher. Aber die machen Bowmeal, mit der wir unsere Farm wieder selber versorgen. Was sehr, sehr geil ist. Warte mal, da fällt mir gerade ein. Irgendwas ergibt hier keinen Sinn. Müsste nicht der Dropper in die Wand zeigen? Ah, hier wird er beliefert. Okay, never mind. Das habe ich eh gemacht, oder? Nee, hier nicht. Der hier muss doch hier rein zeigen, oder? Ja, na, völlig klar. Alter, guck mal, Fehler gefunden. Logisches Denken, Alter. Boah, Junge, krass. Na super, der ist jetzt weg. So, der muss nämlich hier rein. Mart. Trotzdem wird das Ding hier oben unser Bowmeal und Moos-Splitter, so gesehen. Die vorderen sechs Hopper sind für Bowmeal, um die Farm zu versorgen. Und die hinteren werden für unseren Output. Wir wollen aber gar kein Bowmeal, sondern wir wollen Moos. Heißt, wir können uns die wir jetzt gerade haben, theoretisch sparen. Die sind egal, weil die werden alle nur für Komposter später. Die können wir also ditchen und wir können einfach die oberen hier drüben nehmen. Ich glaube, wir bauen sie vielleicht trotzdem mit auf, einfach nur damit wir wissen, wo sie hinkommen. Aber das hier ist praktisch all unser Output. Also wir kriegen doppelt so viel raus, wie wir zwei Drittel haben wir Überschuss, ein Drittel usen wir für die Farm again. Und das geht dann alles hier rüber in die Kiste. Und die ist gleichzeitig auch, glaube ich, Kontrolle, ob unser Output-Chest voll ist. Weil wenn es voll ist, dann geht das, glaube ich, gar nicht. Heißt, wir können hier dann eine Double-Chest hinmachen und da geht jetzt unser ganzes Zeug rein. Sick. Und da können wir dann später auch unser Lagersystem dran bauen an das Ding. Wir machen gerade noch die letzten, also ich glaube, so bin ich im letzten oder vorletzten Layer gerade, was sehr, 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 sehr sick ist. Guckt euch das einfach mal an. Ich weiß, dass wir hier einen Kondensator haben, aber das ist auch alles. Ich glaube, mehr als das kriege ich hier nicht mehr raus. Dann haben wir bumm und bumm. Der aktiviert wieder nochmal alles einmal komplett durch. No clue why und how. Eine Trapdoor, die Richtung Süden zeigt. Und danach brauchen wir noch unsere Frostwalker Boots, die das Ding für uns dann vollenden werden. Der kommt hier hin, into Block. Und da oben drauf kommt dann ein Armor Stamp mit Frostwalker. Boom, friends, here we go. Frostwalker 2. Wir haben. Jetzt die Farm in Betrieb genommen. Hoffentlich. Jetzt wird geguckt und gebetet, dass alles funktioniert. Ich habe actually keinen Plan, ob es irgendwie geht. Wir hätten noch Netherite Boots nehmen können dafür, aber ist egal. Wir werden sehen. Wir ziehen ihm die Boots an. Zack. Und dann... Achso, brauchen wir ein bisschen Baumwolle, um zu starten, glaube ich, oder? Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Bowl, um zu starten. Wir haben gerade gar nichts. Sie. Hast du noch so 3 Stacks Bone Meal? Ja, glaub schon. Darf ich die mal haben? So ausleihen? Ja, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, wo ich die habe. Geil. Ich glaube, wenn, müsste es hier sein. Guck mal, hier oben beim Flint. Oh. Du verstehst ja meine Kistensortierung nie. Boah. Die nehme ich mir. Dankeschön. Alle. Gerne. Alter, wir gehen so rein. Ich habe ein bisschen Angst. Wir haben lange an dem Ding gebaut. Ich glaube bestimmt 2,5, 3 Stunden für dieses absolute Monstrum. Der nächste V8, Alter. Neben dem hier steht jetzt das Ding hier. Ey, dieses Crafting ist wirklich eine andere Ära, eine andere Art von Farmen, die wir hier hinzimmern irgendwie. Das sieht schon krank aus. Die Farmen sehen halt null geil aus. Die sehen nicht irgendwie schön optisch aus, aber die sind einfach nur absolut insane. Und dadurch, finde ich, sehen sie schon wieder übertrieben cool aus. Weil die so komplex und ineinander gewirrt aussehen. Auch das hier oben einfach, das ist so übertrieben geil. Wir können gucken. Ich hoffe, es geht. Die Finger sind sowas von gekreuzt. Die Daumen sind gedrückt, dass das Ding hier funktioniert. V12 B-Turbo Version 2. In der Hoffnung, dass es klappt. Wir legen den Hebel um. Und wir hoffen einfach nur, dass es funktioniert. 3, 2, 1... Und let go! Soweit, so gut. Er macht Wasser. Das ist sehr gut. Er müsste jetzt gerade das Bowmeal hier vorne Stück für Stück nach vorne bringen. Aber das macht er jetzt gerade noch nicht. Aber das Wasser sieht sehr richtig. Also das Wasser ist perfekt. Das sieht unglaublich gut aus. Okay, I guess. Wir müssen vielleicht das Bowmeal von selber einmal hier reinbringen. Weil vielleicht die Pisten was machen müssen. Oder ist hier was falsch bei der Wall? Warte, warum powert er es nicht bis ganz nach unten? Die Stair ist falsch, oder? Die Stair hier ist falsch. Kann das sein? We try again. Oh. Hallo? Ja, läuft schon, aber... Hallo, klopf, klopf. Yo, bist du da? Ich bin da, ich warte.
Heiko, General, kann ich mitkommen? Du kannst gerne kommen, aber die Generalprobe hat gerade nicht geklappt. Aber wir können nochmal probieren. Was macht ihr? Ich mach weg. Heiko zeigt uns seine neue Topfarm. Hast du schon wieder so einen Würfel gebaut? Ich habe schon wieder so einen Würfel gebaut. Heiko, ich kann dir auch gerne helfen. Über Cherry Tree Fall? Boah, ist glaube ich nervig. Da brauchst du viel TNT und viele Duper, die richtig funktionieren. Ich farm so Befall. Meine Base ist infiziert mit denen. Ach so, nee, da weiß ich nichts von. Digga, der muss sofort an die Farm denken. Ja, brauche ich gar nicht. Kein Problem. Heiko, wo stehst du farmt in competitive technisch im Farm-Bereich auf YouTube? Würdest du gar sagen, nicht. Du bist an der Front oder würdest du sagen, du bist die Schweiz? Die Schweiz. Ja, okay. Guck, meinte ich doch. Ich habe mich da Heiko, raus. Ja. Was hast du hier für eine kranke Apparatur mal wieder? Könnt ihr kurz warten, ich will das auch sehen. Okay. Es ist relativ simpel zu erklären. In dem System haben wir einen doppelten Butt-Switch. Und wenn ihr rein theoretisch das jetzt... Ja, okay. Real Talk, es lohnt sich jetzt nicht, das euch zu erklären. Es ist eigentlich relativ für mich simple Angelegenheit. Und Boss. Sehr geil. Alter, was zur Hölle? Ich hab Heiko, kann ich warum hat der Amos denn verzaubert der Eisenschuhe? Sag mir nicht, das gehört zu Farben. Das gehört zu Farben. Ja. Nein. Doch. Aber was ist verzaubert der Eisenschuhe? Ja, für Chunks. Nein. Doch. Frostwalker? Kann ich hier platzieren ohne Block-Update? Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab Angst. Wo sind wir hier? Tschüss, okay, tut mir leid. Gib mir Trident Toast sonst, weißt du. Nee, aber ernsthaft, der hat Frostwalker? Ja, ich glaube, das ist dafür, dass wenn du aus den Chunks gehst, dann checkt er das. Also der macht irgendwie Frostwalker und wenn du weggehst, dann geht das kaputt und dann macht er die Farm, glaube ich, aus, I guess. Also damit da nichts kaputt geht. Bruder, ich weiß gar nichts hiervon, nee. Heiko, legend, ich hab noch nie so viel Farm auf so wenig Platz gesehen. Das ist so crazy. Das Heiko, Boss. Ich will das Ding jetzt sehen. Ich hoffe, was es geht. Genau farmt das? Moos, oder? Moos, also eigentlich Bone Meal, aber ich brauche halt Moos und deswegen Moos primär. Okay, ganz kurz. Guck mal bitte ganz kurz, was das hier für ein Triad-Scheiß ist, ne? Was ist das? Einkaufsliste. Mann, ja, das brauche ich doch. Ich muss doch wissen, was ich mir farmen muss. Oh mein Gott. Digga, es gibt Texteditor. Ja, aber das ist so viel cooler so. Hä, aber zeig mal nochmal, hast du so Pfeile dran gemacht? So Häkchen, meine ich? Er hat immer Steuerung V bei jedem Haken gemacht. Ja, ja. Digga, wen liest sich alles durch? Er ist fasziniert, oh, sprachlos. Ganzer Stolz auf Heikos Kompetenz. Ja! Ja! Geil! Das stand da von Anfang an drin, das hat Veni so reingeschrieben. Okay, ich weiß an, ich hoffe, es geht. Ich bin gespannt. Wir sind die Investoren, die hier natürlich eine Leistung jetzt sehen wollen von Ihnen, Heiko Carscrafter. Heiko, ganz kurz, wo müssen wir hinschauen? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, man sieht eigentlich nicht so. Vielleicht bei dem Elevator? In die Kisten einfach am besten? Ich glaube dort, wo Veni ist, ja, theoretisch. Es kann aber sein, dass es nicht geht. Hier kommen die Items hoch. Ja, vielleicht brauche ich aber viel mehr... Wenn wir alle fest dran glauben, dann wird es funktionieren. Ja, vielleicht brauche ich mehr Baum, fest dran. Wir sehen die zuerst hier durchkommen, ne? Ich muss on das Ding! Los geht's! Schmeiß on! Hä? Ah, nee, doch nicht. Ja. Was denn jetzt? Ich weiß nicht, ob wir das noch finanzieren sollten, Freunde. Weiß warum? Los geht's! Oh, Hotfix! Oh! Klack, klack, klack! Hört ihr es? Bro, mein Minecraft-Lag! Moos! Ich hab 2 FPS! Ja! Da kommt Moos hoch! Oh mein Gott! Geil! Der Diesel war leer. Kurz Refill. Ey, wirklich. Die Zündkerze. Geil! Was, wenn ich hier stehe? Sorry. Das klingt auch mächtig, oh, ne? Oh mein Gott, bekommt man da... Ich stand nur kurz drin. Ich hab instant 1,5-6 bekommen. Wir können mal nach oben gehen. Von oben siehst du, also ganz oben drauf, sieht man ein Layer, wie das aussieht. Und davon sind halt 3 Stück. Digga. Oh mein Gott. Das sind... Was geht mal raus da? Oh mein Gott, geil. Wie wird das abgebaut? Durch Wasser einfach. Ah, stimmt. Muss man ja wegschwemmen, ne? Veni, Junge. Ist alles voll. Geil. Heiko, da hast du wieder was gebaut. Mann. Boah, zum Glück geht das. Legit, okay, ich sag's, das ist die Maschine der Woche. Kannst du so ein Format dafür machen? Ja, mach ich. Ich mach die Maschine der Woche. Ich mach extra ein YouTube-Video. Yeah. Real Talk, ich muss einfach jede Staffel mit denselben Blöcken bauen wie Heiko oder mit denselben Blöcken planen und ich habe einfach nie wieder Probleme. Du musst nicht Mike engagieren, du hast einfach so eine Farm. Warte, wie ist das genau? Gehen die durch die ganzen Kisten hier durch? Ne, die ersten 6 sind für, die Farm wieder zu versorgen. Die versorgt sich selber und alles andere ist Überschuss an Moos dann. Also wenn der Sound irgendwann so nervt, dann weißt du, dass das eine erfolgreiche oder gute Farm ist. Das stimmt. Oh, Heiko, du hast aber hier einen Stau, ne? Ehrlich? Ist da ein Problem? Im Aufzug. Was geht da? Also es bleibt teilweise hängen bei der Wall. Es könnte sein, dass es mein Fehler war, weil ich hab's vorher eingesammelt. Ich auch.
Vielleicht stacken die Gärten, sollten wir die rausgedroppt haben. Könnte, ja, könnte. Die sind normalerweise halt perfekt allein. Vielleicht ist es deswegen dann einfach. Wenn ihr wollt, kommt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gleich noch mit zu mir kommen. Dann zeige ich euch mal meine Moosfarm. Jawoll! Dann kommt mal mit. Ich zeige euch mal ganz kurz eine effizientere, simplere, kompaktere Maschine. Ist es hier? Kommt gerne mit rein. Ja, ihr könnt gerne auf den Rand euch mal platzieren. Boah! Boah! Okay, das ist nicht die Farm der Woche, es tut mir leid. Du hast ja noch gar nicht gesehen. Ich muss mal ganz kurz was umschalten. Ich bin noch so zum Ankurbeln. Ja, und ich verstehe auch nicht, warum da eigentlich Cobblestone nur in der Mitte ist. Warte. So, was habt ihr denn? Also, warte ganz kurz. Soll ich die Einstellungen runterschrauben? Blöd, mein PC laggen. Euer PC könnte vielleicht anfangen zu laggen. Mein PC brennt schon. Ich möchte ganz kurz nur erwähnen, ich habe diese Farm, diese Konstruktion habe ich am Tag 1 gebaut. Am allerersten Offline-Tag. Boah. Nee, Tag 2. So, Aktivierung läuft! Die Zündung! Oh! Oh mein Gott! Boah, wie schön synchron abgestimmt aber! Ja, das ist eine schöne Parallelschaltung. Bum, bum! Mein Minecraft hat sich aufgehangen. Echt? Oh, ich hab Standbild! Ey, Basti, ist lag voll. TPS sollte noch stimmen. Basti, kannst du mal bei mir im Stream schauen? Es lag Standbild, Standbild! Hab wieder gestartet. Ich appreciate, dass du für den Joke extra da. Bro. Ist so am Längen, Junge. Alter. Oh, ja, ich sag euch ehrlich, aber die Kisten. Wirst du wirklich so viel Moos auch brauchen, Heiko? Ja. For real, ha. Ja, weil ich sag euch ehrlich, meine Doppelkisten sind auch voll. Man baut nur das, was man braucht. Also, ich glaube, wir fahren jetzt auf jeden Fall so lange, bis. Hier, der Bro, das hat ja alles gefarmt jetzt schon. Bis hier die Dropper alle komplett voll sind, bis nach hinten durch. Und dann sind wir eigentlich, glaube ich, ready. Also dann können wir Moos farmen. Achso, und eigentlich müssen wir aus der Kiste hier das Moos rausziehen. Das machen wir direkt, weil das ja eigentlich die Ausmachkiste ist, damit wir nicht überschwemmen. Also wenn die Kiste voll ist, dann wird ausgemacht. Dementsprechend können wir eigentlich hier einfach. Obwohl, warte, wir machen es anders. Wir machen das so. Und dann werden das hier unsere ganzen Output-Kisten. Und wir ziehen so hier drüben raus. Boom. Wither im Kolosseum-Chat. Gerade noch bei dem Moos. Oh, jetzt gehen wir rüber. Ey, bitte. No Risk baut alle 7 Weltwunder in Minecraft. Und der hat das Kolosseum gebaut. Und er möchte da jetzt einen Wither töten, damit er irgendwie ist. Alter, die sind ja auch überall. Alter, wer ist der Cherry Tree Planter hier auf dem Server? Moin Baum, was geht? Ja, es geht los. Oh. Es geht los. Seid ihr bereit, Männer? Heiko, er muss Aggro auf Norris haben. Du musst weg. Oh, sorry. Dass du damit eher kontrolliert, was kaputt geht. Es geht los. Auf geht's! Nach der Explosion hitte ich ihn. Ja. Viel wegspringen hier jetzt gleich. Ey, bitte mach nicht alles kaputt. Bitte. Oh nein. Oh. Okay, ich habe erst. Warte, ich habe ihn noch nicht gehittet. Der Goldblock. Der Feister, so oder? Traurig. Ich habe nicht gehittet. Bis auf dich. Sollen wir? Ja, ihr könnt hitten. Lass einfach gehen. Junge, er soll hier was kaputt machen. Ja, das ist gut. Komm mehr zu mir. Ja, das ist gut. Ja, stark. Alter. Hat er noch Argo? Der ist gleich Minimum. Ja, super. Der macht super das ist kaputt. Stark. Ja, oh, ja. Boss. Oh, sehr schön. Das ist stark. Mili. Lass die noch rein. Wir sind zu schnell. Wir sind zu schnell. Stopp. Der ist auf Basti. Basti, kannst du hier hoch? Geht das? Wo? Hier, ja, die ja. Scaffolding. Oh, warte, ich mach dir Wasser. Ja, Wasser bitte. Wasser für Wasser ist da? Junge, der schwimmt einfach mit hoch. Soll ich hier die Stelle noch ein bisschen kaputt machen? Das wäre geil. Hier auf dem Boden, meinst du? Falsche Richtung, Basti. Falsche Richtung. So. Basti, hier lang. Sehr gut. Pass auf mit dem Papagei. Nein, lauf. Oh mein Gott. Sehr gut. Komm mit. Ja, hier und da laufen. Einmal ein bisschen laufen. Und jetzt wie bei diesem Modus, bei Mario Party. Was? Also, wollen wir jetzt töten oder willst du wirklich alles kaputt haben? Nö, das Problem. Noch ein bisschen. Wo bist du gerade? Wo ist der? Ey, unten. Wieso ist der stuck? Was macht der? Nein! Komm zu mir! Nein! Oh ja, das ist aber gut. Mach noch ein bisschen Chaos. Er ist nur auf den Papagei gegangen, oder? Oh, holt ihn, Männer! Junge, wie in der Antike. War das in der Antike? Sehr schön, danke euch. In der Antike haben die auch wieder gespawnt, um die Kolosseum. Ja. Ey, das sieht so gut aus. Wenn die einfach keinen Schaden an der Umgebung anrichten konnten, haben die einfach wieder gespawnt. Max, warte kurz hier. Ey, das sieht so viel besser aus als vorher. Meine Mitte da ist voll geil. Wir beginnen jetzt mit der ersten Exterior-Schicht von unserem Cube. Wir haben unsere Moosfarm, die Moosfarm läuft. Ich habe gerade noch ein bisschen Stone gefarmt. Wir haben sogar in der Zwischenzeit unseren zweiten Eingang komplett fertig gemacht. Ich hätte unglaublich Bock gehabt, tatsächlich. Haben wir jetzt trotzdem nicht gemacht, die praktisch gerade Seite davon fertig zu machen. Aber wir haben jetzt das ganze Ding hier oben fertig gebaut. Also auf beiden Seiten. Wir haben jetzt den Eingang hier und den Eingang hier drüben.
Wir schnappen uns jetzt unser Moos von hier unten und werden bei unserem Gerüst hier drüben die erste Moosschicht beginnen. Also es gibt nur eine Moosschicht, aber wir werden jetzt das Gradient beginnen. Slowly but surely. Weil wir können jetzt eigentlich mal relativ viel mit Moos versuchen so nach oben zu ziehen. Unsere Meiseldinger fehlen noch. Also es fehlt noch ein bisschen Zeug, was rausgeschnitten wird. Aber es wird, es wird, es wird. Wir müssen noch ein paar Dinge machen. Also obvious, es fehlen die kompletten Features, die hier drin noch so rausgeschlagen werden. Das an der Seite und so alles. Aber für das erste Gradient sieht das unglaublich sick aus. Und das hat legit nicht so lange gedauert. Ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben. Halbe Stunde oder so vielleicht. Und ich denke, wir werden mit der Zeit eh noch geübter darin. Verblended-wise finde ich es, glaube ich, ganz geil. Das sieht noch sehr rund aus. Aber das fixt sich, glaube ich, von selber, wenn wir da so Sachen reinmachen. Und es fehlt Andesite. Andesite wird, no joke, glaube ich, nochmal relativ schwierig. Weil, also wir können Andesite craften. Über Diorite und Cobble. Und Diorite können wir über Quarz craften und Cobble. Das heißt, wir brauchen übertrieben viel Quarz. Aber das können wir mit irgendwie Goldfarmen und Piglin-Trading hinbekommen. Dann wäre vielleicht ganz cool. Also ein bisschen mehr legit, weil wir auch super viel Andesite brauchen. Ich glaube, Andesite wird genau wie Moos einer der Main-Layer werden. Und dann können wir das hier hinzimmern. Ey, und das Gerüst, absolut worth it. Ey, das hat auch relativ lange gedauert, aber das Gerüst hier hinzubauen war so worth. Und es ist halt also tausendmal einfacher damit zu bauen. Und super, super happy. Ey, die Moosfarm läuft, Stone läuft. Dann wird hoffentlich bald weitergebaut.